Hallo, liebe Steinböcke, herzlich willkommen zu eurer Liebeslegung für Herbst 2022. Schön, dass ihr wieder oder neu dabei seid. Ja, seid herzlich willkommen und lasst uns mal hier hineinschauen in die Energien, die sie so zeigen wollen für euch. Ja, ist natürlich eine allgemeine Legung. Beachtet das, schaut, wie ihr in Resonanz geht. Ja, womit ihr nichts anfangen könnt, das lasst einfach auch hier. Ja, oder schaut auch natürlich zu späterer Zeit hinein. Es ist ja doch eine Legung über lange Zeit. Und mag sich da vieles sicherlich auch erst zeigen. Ja, auch hier gibt es eine weiterführende Legung, verlinkt über die Infobox. Nehmt die gerne in Anspruch. Da könnt ihr noch vertiefter mit hineinschauen in die Lernaufgabe in der Liebe. Ja, legen wir dann das große Lenormand-Blatt für die Lernaufgabe in der Liebe und schauen, wie alles zusammenhängt. Ja, und falls euch da alles noch genauer interessiert, für euch persönlich, dann nehmt natürlich die persönlichen Legungsangebote und auch Gesprächsangebote in Anspruch. Ja, die sind auch verlinkt über die Infobox und noch bis 10.10. bis zum 10er Tor rabattiert. Ja, noch im Sonderangebot. Ja. Gebt nun eure Energie hier gern hinein in das. Ui, er möchte sich auch schon. Ihr wartet, oder? Ihr wollt wissen, was jetzt ansteht. Okay, alles klar. Wir legen los, wir legen los. Und holen uns auch gleich noch aus dem Tarot die Impulse dazu. Ja, schauen wir. Beachtet natürlich gerne auch euer Sonne, euer Mond, Venus und Aszendentzeichen. Na, dann komplettiert sich die Sicht, der Blick hier auf die Energien noch ein ganzes Stück weit mehr. Ja, was ist denn die Lernaufgabe in der Liebe? Hier die Unterseite wird ja auf dem Platz des Kreuzes sozusagen zu liegen kommen. Und ja, das ist für euch der Baum. Schön, Heilung. Wachstum, ja, hineinwachsen, abblühen sozusagen, also erstarken einfach auch. Vielleicht tatsächlich auch in Genesung kommen mit bestimmten Entwicklungen, für euch selbst zumindest, ja, aber vielleicht auch miteinander, ja, in gemeinsames Wachstum kommen, einen Stammbaum bilden. Vielleicht sind es auch karmische Lernaufgaben, das ist mit dem Baum ebenso auch verbunden, ja, die hier bewältigt werden wollen. Also ne? Lernaufgaben eben, Schrittchen für Schrittchen, die euch erstarken lassen, ins Wachstum bringen. Die wollen angeschaut, ja, bewältigt werden, so gut es eben geht. Ja. Schauen wir, was zeigt sich hier zunächst. Die Störche, ja, wundervoll. Positive Veränderungen, ja, kommen da in Gang. Hinsichtlich Partnerschaft, Nestbau, mindestens für dich selbst. Ja, startest du hier sozusagen sehr positiv oder geht es positiv auch weiter? Geht es vielleicht auch endlich positiv weiter? Ja, in der Entwicklung, im Miteinander. Aber ne, vielleicht ist jetzt hier auch schon so der nächste Schritt dran und kommt es zu gemeinsamen Nestbau, zu Partnerschaft, vielleicht auch sehr verbindlich schon. Und ja, tretet ihr da gemeinsam euren Zug an, eure Lebensreise. Schauen wir noch. Die zweite Stäbe und die Gerechtigkeit, ja, beides so Balancekarten, möchte hier etwas in Balance kommen für dich, in gerechten Ausgleich. Zweiter Stäbe, ne, ist so ein bisschen unentschlossene Situation, es eröffnet sich ein Weg, es eröffnen sich dir Möglichkeiten, vielleicht, ja, entweder sind es Auswahlmöglichkeiten zwischen zwei verschiedenen Partnern, ne? Zwei verschiedenen Gegenübern auf alle Fälle. Ja, oder mindestens der Weg jetzt für dich selbst, dass du überlegen darfst,
Gehst du in Partnerschaft? Gehst du nicht in Partnerschaft? Ja, hier gilt es vielleicht ein Stück weit, ja, auch mutig zu sein, ja, sich auf den neuen Weg einzulassen, in Entschiedenheit zu kommen, die neue Chance zu ergreifen. Ne? Wir haben bei den Zweiterstäben immer ja, das so in der Art dargestellt, dass ein Stab irgendwie fest montiert ist, ne? Oder eben auf das, ja, alte, bekannte, ja, auch, wie soll ich sagen, ja, auf das alte Bekannte einfach verweist, ne, was aber so ein Stück weit zurückhält in Sicherheit und Stabilität, ne. Und der Stab, der lose ist, ja, den sie hier ergreift, mit dem sie vorangehen kann, die Welt erkunden kann, wo eine neue Welt zu Füßen liegt, ne, die natürlich unbekannt ist, aber ja, einfach neue Möglichkeiten eben auch eröffnet, neue Möglichkeiten des Wachstums, ja, auch der Beweglichkeit. Da möchte etwas in Bewegung kommen, möchte dich führen hin, ja, in eine neue Welt. Ne? Darfst du da vielleicht tatsächlich einen neuen Menschen kennenlernen oder vielleicht ist dir Partnerschaft einfach auch noch gar nicht so vertraut, Nestbau, ja. Wage es, ja, diesen Weg einfach auch kennenzulernen, ja. Lass dich darauf ein. Er möchte dich in Ernte bringen, in gerechten Ausgleich, ja, vielleicht, naja, für all die Entbehrungen auch, die du vielleicht hinter dir hast oder, ja, die misslichen Erfahrungen, die du bis dato gemacht hast, ja. Ja, hier steht die göttliche geistige Welt im Hintergrund. Bei der Gerechtigkeit geht es darum, dass du ja sozusagen geführt bist, ne? In Ernte hineingeführt bist, in Balance kommen darfst, dass in deinen Lebensumständen etwas in Balance kommen darfst, ne? Und wenn wir die 11 natürlich nicht in römischer Weise, sondern lateinischer schreiben, dann haben wir die 1 und die 1 letzten Endes auch wieder die 2. Ja, obwohl man die 11 als Meisterzahl nicht zusammenziehen soll, ja, nicht zusammen addieren soll. Ja, aber ne, da begegnen sich zwei, da gibt es zwei Optionen. Kommt vielleicht für euch beide auch hier eine wundervolle Balance hinein in der Begegnung, in dem Weg, der sich für euch miteinander eröffnet. Ja, vielleicht kommt es hier tatsächlich auch zu Nachwuchs. Ja, gesellt sich noch ein zweites Kind hinzu oder ja, ist diese Situation des Nachwuchses etwas ganz Neues? Gilt es, sich darauf einzulassen? Vielleicht, ja, bekommt ihr auch endlich Nachwuchs hier. Ne? Darf der Stammbaum wachsen? Darf ja da etwas in Heilung kommen? Ne? Der Wunsch nach Nachwuchs zum Beispiel. Ja, haben wir schon gesehen. Das Schiff, auch da geht es um die Reise. Die Lebensreise, geht die Lebensreise voran, ja. Sitzt man miteinander in einem Boot, ne? Ja, die beiden Störche, die ziehen miteinander, pärchenweise, wie das so, ja, ganz typisch ist. Ja, in einem Boot, ne, reist man miteinander, bereist, ja, die Ozeane, die Emotionen, die erfährt sozusagen die seelischen, sämtliche seelischen Wandlungen, ja, miteinander. Ja, von einem Boot kann man nicht so leicht flüchten, ja, es sei denn, man springt eben wirklich ins tiefe Wasser oder hat ein Beiboot, mit dem man flüchtet sozusagen. Aber darauf kommt es ja nicht an, ne? Sondern dass man eben miteinander die Reise antritt und besteht und ja, sich miteinander auch erlebt. Ne? Bei
stillem Wind, ne, wenn nicht viel passiert, wenn vielleicht auch etwas mal nicht so gut vorankommt oder eben in ruhigen, harmonischen Zeiten, aber auch dann, wenn der Sturm ganz kräftig bläst, ne, und ja, vielleicht etwas auch sehr schnell vorangeht zum einen, aber vielleicht auch turbulente Zeiten entstehen. Ja, da wird sich einfach auch zeigen, ne, wie man miteinander gehen kann. Wir haben die Fünf der Münzen und den Magier. Ja, das ist jetzt schön. Wieder eine große Arkana, vor allem. Aber Fünf der Münzen ist ja Mangelkarte. Ne? Da wird Mangel angezeigt. Vielleicht tatsächlich, herrscht tatsächlich auch in irgendeiner Weise äußerer Mangel. Ja, kündigt sich hier eventuell Partnerschaft oder mindestens für dich selber positive Veränderungen der Liebe an, ne, geht die Lebensreise weiter, aber hat sich der Zustand hier vielleicht auch ganz real betrachtet noch nicht ja, so entwickelt, wie du es dir erwartest, erhoffst, ne? Fünf der Münzen ist aber auch ein Mangelempfinden, ja, was mit bestimmter Ansichtssache verbunden ist, ja. Denn bei fünf Münzen ist schon etwas geworden, ja. Die Hälfte zum Jackpot ist schon erreicht, es hat sich schon etwas angereichert. Es fragt sich bloß, ne, wie damit umgegangen wird, ja, wie das weiter auch gestärkt und genährt und vorangetrieben wird, ausgebaut wird, ja, und wie es einfach auch geschätzt und geachtet, gewürdigt wird, ja. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Auch falls du allein gehst, ne, falls du jetzt für dich sozusagen deinen Stab nur allein ergreifst und gehst, es bringt dich auf deiner Lebensreise positiv voran, ne? Und bringt dich womöglich hier auch gut aus dieser Einstellungsfrage heraus, ne? Aus dieser Haltung des Mangelempfindens. Und vor allem dadurch, ne, dass du selber ins Tun und Machen kommst, ne? Also wenn wir unzufrieden sind mit einer Situation, wenn es uns nicht genug ist, dann dürfen wir auch selber schauen, was wir machen können, ja, woran es liegt, was wir selber dazu beitragen können, die Situation zu verändern, ja, zu stärken, zu bereichern. Der Magier, wieder eine große Arkana, zeigt an, ne, dass es hier darum geht, zum einen, dass du wirklich mit deiner Zutat an Bereicherung startest, ne? All deine Fähigkeiten, deine Hingabe, Liebe, deine Ideen, Inspirationen, ja, hineingibst, vielleicht auch, ne, finanziell oder materiell gesehen, ne, etwas wirklich fürs Miteinander beiträgst, dass du selbst ins Tun und Machen kommst, ne? Ja, und das wird hier einfach auch wunderbar unterstützt und gesegnet. Ne? Bist du auch in guter Kommunikation mit der göttlichen, geistigen Welt. Ja? Die Fackel, die an beiden Enden brennt, ne, zeigt dies an. Da gibt es einen regen Austausch. Ja, wirst du unterstützt daran, da drin, ne? Dein Mangelempfinden Abhilfe zu tun. Ja, da eben in Wachstum und Genesung zu kommen und dadurch voranzukommen auf deiner Reise. Ne? Es geschieht nicht alles nur, ne, sondern auch wir haben an dieser Entwicklung, ne, in der Liebe, aber vielleicht auch in anderen Thematiken, ne, natürlich auch in anderen Thematiken, aber hier jetzt natürlich auch in der Liebe, selber auch wesentlichen Anteil, ne, an dem, wie es sich etwas entwickelt. Ja. Und ja, mit der Fünf-Münzen-Haltung ist angezeigt, dass es mit dem Dasitzen und Warten, ja, dass die Münzen vom Himmel fallen, eben nicht getan. Mach dich auf den Weg, ja.
Du hast ja entweder dich schon entschlossen, allein in der Liebe, ne, auch mutig voranzugehen oder eben mit einem Menschen mutig voranzugehen. Ja, jetzt mach etwas draus auch, ne? Komm ins Machen. Ja, hier haben wir dann wieder die Eins. Interessant, ne? Ja, komm in Aktion, ja. Der Reiter zeigt an, ne, dass hier etwas in Aktion kommt. Wenn es auch die, zum Beispiel die Situation betrifft, ne, dass es um Nachwuchs geht, ne, dass es ja, dir daran mangelt, ne, du dir sehr Kinder wünschst. Ne, der Reiter ist auch so der Hinweis auf eine jüngere Person. Ne, ja, dann tu auch da etwas. Ne. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, sich im Medizinischen da einfach auch zu erkundigen. Ne? Ja, oder ja, vielleicht mit den Gedanken von Adoption zu erwägen oder was weiß ich, künstlicher Befruchtung, wie auch immer. Ja, ja mach dich auf den Weg. Ne? Arbeite an deinem Wunsch. Ne? Arbeitet an eurem Wunsch miteinander. Der Herrscher und die Herrscherin, ich glaube es nicht. Ja, das, also, ich glaube, das habe ich noch nie in einer Legung so gehabt. Ne? Vielleicht, dass sie mal einzeln gefallen sind, aber also gleich hier miteinander. Also Herrscher und Herrscherin, ne, ist ähnlich wie Dame und Herr im Plenement, ne, dass du und dein Gegenüber ja einfach auch zusammenkommen, ne, zusammen unterwegs, ihr unterwegs seid, miteinander startet, ne. Ja. Dass ihr miteinander euer Wachstum, euren Weg startet, eure Reise. Ja. Vielleicht bringt ihr tatsächlich eine Reise miteinander auch noch einmal ja, sehr viel Klärung hinein. Plant ihr hier einfach auch, wie es miteinander weitergehen kann. Ja. Falls du alleine bist, ne, alleine gehst, der treibt dich die Sehnsucht hier einfach auch, ne, nach Partnerschaft, nach Liebe einfach auch an und kommst du hier in Aktivität, ins Tun, ja, gehst einfach auch selbstverantwortlich voran, ja, auch kreativ, ne, offen, ja, du bist sowohl tätig, ne, also versuchst einfach da auch jemanden kennenzulernen, ne? Gehst nach draußen, ja, gehst auf Menschen zu, ja? Selbstbewusst, aber hältst dich andererseits einfach auch offen für das, was heranwachsen möchte, ne? Wer sich da zeigen möchte. Also bekomme jetzt gerade rein hier, Mutter, Vater, Kind, ja, also. Es scheint einfach unter euch die Frage nach Nachwuchs da auch sehr virulent zu sein, ja. Aber kommt ihr miteinander hier wunderbar, trefft ihr euch, ne? Begegnet ihr euch, ja. Bringt einer dem anderen, gibt einer dem anderen die Botschaft einfach auch, ja, miteinander gehen zu wollen, in Aktion kommen zu wollen. Ja, genial. Oh, super. Die Königin der Schwerter. Ja. Die ist sehr selbstständig, unabhängig, sehr bewusst. Die hat sich befreit, ne, von alten Banden, alten Fesseln, ja. Ja. Hast du dich mindestens einfach auch befreit von Unentschiedenheit, von, ja, von Mangeldenken, ne? Bist deine Themen angegangen? Ja,
hast dich auf den Weg gemacht, ne? Hast Ausschau gehalten, wirst Ausschau halten nach einem Gegenüber, selber da auch ins Tun kommen, ja, sehr entschieden und entschlossen, ja. Und ja, falls es für euer Miteinander steht, eine Energie für euer Miteinander ist im Ausgang hier, da geht es tatsächlich perspektivisch einfach auch voran, ne? Mit Weitblick. Habt ihr beide schon so eure Erfahrungen, ne? Königin der Schwerter ist eine, die ist reich an Wissen und Lebenserfahrungen. Natürlich hat sie das gesammelt, auch sammeln müssen durch Erfahrungen, die ja auch verletzend waren, einschneidend waren. Aber das hat sie nicht untergekriegt. Ja. Die steht für sich ein, geht auch selbstkritisch mit sich um, schaut sich ihren Weg genau an und macht daraus einfach auch wirklich das Beste. Ne? Geht sehr weise einfach auch voran. Ne? Ja, das bringt dir natürlich Wachstum und Heilung ein. Ne? Ja, welche Botschaft aus deinem Seelenreich möchte hier noch zu dir kommen? Verirrt in den Ruinen der Vergangenheit. Finde den Weg ins Jetzt und lebe. Hier haben wir die 18 übrigens. Ja, ne? Darfst du vielleicht schon tatsächlich auch Altes noch einmal hinter dir lassen, ne? Hier Balance hineinbringen, die positiven Veränderungen, die sich bieten, auch nutzen. Ne? Ja, lass das Alte los. Ne? Komm für dich selbst in Aktion, werd kreativ. Ne? Da möchte etwas für dich heranreifen, vorwärts gehen. Ja. Ja, Königin der Schwerter ist schon auch ja eben eine, die sich befreit, die sich auch immer wieder ganz bewusst den Weg sucht aus den Ruinen der Vergangenheit, ja, aus der Vergangenheit, ne, und all das, was ihr eben nicht wohltut, einfach auch hinter sich lässt, cuttet, ne, die ganz bewusst ist im Hier und Jetzt, aber, ne, sie geht halt auch. Und sie möchte damit sich einfach auch weiterentwickeln, ne? Richtung König der Schwerter. Astea ist der Abschluss des Schwertzyklus, ne? Der ja, gereiften Lebenserfahrung, Lebensweisheit. Folge dem Weg deiner Seele und lass dich von nichts und niemandem aufhalten. Ja. Ja, auch nicht von deinem eigenen Mangel empfinden. Vielleicht reden dir andere auch hier ziemlich hinein. Das kann auch sein, dass der Weg mit einem bestimmten Gegenüber hier nicht ratsam ist, wie auch immer. Ja. Nein, folge dem Weg deiner Seele. Ne? Ja, welche Botschaft geben noch die Engel der Liebe für euch beide? Zunächst für dich. Optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Ja, na, hier vor allem positives Denken. Dein Gegenüber, was bekommt der für eine Botschaft, ne? Falls er euch schon kennt oder ne? Falls er jetzt hier auf dem Weg sozusagen zu dir ist.
Ja, gerade auch wenn du selbst, also allein gehst momentan, ja, und hier, ja, dich einfach wagst auf einen neuen Weg, ne? Hier nochmal vielleicht schon auch eine Zeit des Mangels, der Sehnsucht nach einem Gegenüber, nach einem bestimmten oder überhaupt einem Gegenüber in der Liebe, so mit dir trägst. Es wird gehört, ja. Das wird gehört, da ist etwas in Arbeit für dich sozusagen. Und ja, zeigt sich hier einfach auch. Ne? Was möchte sich hier zeigen? Ja, schön, das Ass der Münzen. Das ist doch toll. Ne? Geh einfach ja, entschieden und weise weiter deinen Weg. Ne? Folge deiner Seele. Es bringt dich ins Glück, zu einer Chance des Glückes, ne? Des Neubeginns. Dein Gegenüber bekommt hier, lass Kontrollthemen los. Erlaube dieser Situation, sich ganz natürlich zu entwickeln. Ja, ne, der Herrscher ist schon auch mit Kontrolle verbunden. Kontrollieren wollen. Ja, da möchte aber eben etwas in Aktion kommen. Ne? Er möchte sich auch etwas verändern, ja, in Fruchtbarkeit kommen, sich entwickeln. Ne? Das ist nun wieder mit der Herrscherin verbunden. Ja, da vielleicht darfst du dein Gegenüber da einfach auch immer wieder dazu einladen. Ne? Ja, sich ebenso auf den Weg miteinander einzulassen. Bring deine Liebe zum Ausdruck, sei mutig und geh einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Ja, vielleicht hat dein Gegenüber hier einfach auch so ein bisschen missliche Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht und möchte, dass alles ja sicher ist und stabil. Ja, braucht das vielleicht einfach auch von dir, ja, zu hören, ne, wie du zu ihm stehst. Oder ihr eben, also zu deinem Gegenüber halt. Ja, sei mutig und geh einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Das steht ist für euch beide, ja. Also, da musst nicht nur du auf deinen Gegenüber zugehen, sondern genauso gilt es hier natürlich für dein Gegenüber auch locker zu lassen und ja, dann einfach auch ins Gespräch zu gehen, das zu kommunizieren, was ja vielleicht Sorge bereitet, ne? Schauen wir weiter dann im großen Lenormand-Blatt in der Fortsetzungslegung. Seid sehr herzlich eingeladen dazu. Ansonsten, falls wir uns nicht gleich sehen und hören, wünsche ich euch natürlich so alles Gute, einen gesegneten Weg damit. Ja, und bis ganz bald. Alles Liebe. Eure Tara von Tarot Rainbow.